1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute Nacht, wie immer mittwochs. Ihr könnt also anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Meine Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und die erste Anruferin heute Nacht ist Ellen. Und Ellen ist wie alt? Selma, hallo? Nee, da haben wir aber jetzt hier ein kleines Problem. Wer ist denn meine erste Anruferin oder der erste Anrufer? Hallo? Ich glaube, wir haben ein technisches Problem. Was machen wir denn jetzt? Hallo. Ach, da ist jemand. Ja, die Selma. Selma, doch Selma. Genau, ich bin Selma. Hallo Selma. Wie alt bist du? Ja, ich werde 28, jetzt bin ich noch 27. Ja. Du machst bitte den Fernseher ganz leise und das Radio. Und ja, mach ich. Sagst mir jetzt, um was es geht, was dein Thema ist. Ja, Gewalt. Ich weiß nicht, was euer Thema ist, aber Gewalt war das. Also mir wird Gewalt angewendet, seit Jahren. Mhm. Von wem? Von meinem Ex-Mann. Und was macht er? Ja, was macht er? Er verprügelt mich. Und das macht er schon seit Jahren. Ich bin umgezogen, habe ihn wieder zu mir einziehen lassen. Wir leben mittlerweile zusammen. Wir teilen uns die Wohnung. Ja. Wie lange kennt ihr euch schon? Ja, seitdem ich verheiratet bin, also 7, 8 Jahre jetzt. 7, 8 Jahre. Mhm. Und gibt es diese Gewalt immer schon? Ja, immer. Also ein Jahr waren wir befreundet. Nach einem Jahr bin ich dann zu seinen Eltern umgezogen und dann ging es weiter. Ja. Und dann bin ich zum Frauenhaus geflüchtet. Also da war man noch nicht verheiratet, als ich bei seinen Eltern gewohnt habe. Mhm. Ja, geflüchtet bin ich. Und dann hat er dann um Verzeihung gebeten. Und dann habe ich gemerkt, ich bin schwanger. Und dann haben wir eigenes Wohnung gemietet, zusammengezogen. Dann kam die Kleine. Dann ging es wieder los. Also, als ich schwanger war. Also diese Gewaltaktionen gab es schon vor der Ehe. Ja, genau. Warum hast du ihn geheiratet? Ja, ich bin ja geflüchtet ins Frauenhaus und dann habe ich dann gemerkt, ich bin schwanger, ich muss doch noch mit ihm heiraten. Ja, erstes Kind. Und dann hat er gesagt, das macht er nur dadurch, weil die Familie ihn zu dem und zu dem zwingt. Es also, waren immer das, jemand andere, da, die das, das... Das heißt, dass man kann sagen, 7, 8 oder 9 Jahre geht das jetzt schon so. Ja, also 8 Jahre wird es jetzt. Also jetzt vor allen Dingen, vor ein paar Wochen war das jetzt, dass ich jetzt extrem jetzt... ihn hasse, dass er mir richtig, aber richtig blaue Augen, blaue Flecken, alles Mögliche wieder mal gemacht hat. Mhm. Also gegen mir wurde der inhaftiert. Das war auch noch ein Thema. Der wurde 3 Jahre dann inhaftiert. Ja, letztes Jahr kam er dann raus. Ich habe ihn dann wieder angenommen. Wir sind mal noch nicht verheiratet. So, habe dann ihn angenommen. Ja, dazwischen hatte ich einen Freund gehabt. Moment mal, Selma, also ist ja schon eine Hammergeschichte, was du mir da erzählst. Ja, du bist da mit einem Typ zusammen seit ewigen Zeiten jetzt, der dich schlägt, der dich brutal schlägt. Mhm. Du wirst wahrscheinlich gar nicht eine Zahl nennen können, wenn ich dich frage, wie oft er dich in den Jahren geschlagen hat. Ne? So viel war es, so oft war es. Warst du, damit ich mir ein Bild machen kann, warst du auch mal im Krankenhaus oder beim Arzt? Auch, natürlich. Ich wurde ein paar Mal genäht, also im Knie oder so. Ich habe dann Messerstiche bekommen, deshalb wurde der wegen schwere Körperverletzung inhaftiert. Also 3 Jahre lang hat er bekommen für diese Zeit. Da waren wir dann 2,5 Jahre dann zusammen. So, jetzt frage ich dich natürlich mit aller Ernsthaftigkeit, wenn so etwas Schlimmes passiert ist und er ist sogar in Haft deshalb gewesen, wieso gehst du denn dann wieder mit ihm zusammen? Ja, es hieß immer der Vater von dem Kind. Also ich habe Freunde gehabt. Na hör mal. Ja, das ist doch kein Grund, mit jemandem zusammen zu sein, nur weil er der Vater des Kindes ist, wenn er dir so viel Leid angetan hat. Ja, natürlich, aber ich habe gedacht, er hört damit auf. Der hat ja immer wieder geschworen und dann hat er... Ja, aber hör mal, wie kann man denn so denken? Das kann man vielleicht am Anfang überlegen. Aber wenn du so viele Jahre schon hinter dir hast und er hat nie aufgehört und nie aufgehört, dann nach 9 oder 8 Jahren denkst du immer noch... Doch zwischendurch, also der war ja 3 Jahre lang nicht bei mir, ja. Und dann habe ich dann gesagt, ja, dann hatte ich einen anderen Freund. Dann habe ich gedacht, ja, der ist jetzt, der hat einen
Therapeuten oder so besucht und dann so die Ärzte da besucht, ne, wurde dann innerhalb. Ja, ich verstehe. Dennoch verstehe ich es nicht. Irgendwann ist Schluss und dann kann er 10 Therapien machen oder 20 Therapien, da wäre für mich der Ofen aus. Jetzt wohnst du wieder mit ihm zusammen. Jetzt wohne ich zusammen, jetzt bittet er mich immer noch drum, also der hat sich hier bei mir gemeldet, also der hat sich angemeldet und jetzt bittet er darum, dass ich ihm ein bisschen Zeit gebe, er wird selber verschwinden, ja, und ja, ich bin fix und fertig, also mit Nerven und alles. Ja, jetzt, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt klappt gar nichts mehr, ne? Ja. Also das ist ja eine ganz desaströse Geschichte, Beziehung, ja, die du mir erzählt hast oder erzählst. Letztendlich muss das Ziel sein, so schnell wie möglich von dem Typ wegzukommen. Das muss jetzt das Ziel sein. Du bist am Ende mit deinen Nerven, das höre ich schon. Deswegen möchte ich das Gespräch hier abbrechen und ich möchte, dass du in aller Ruhe mit meiner Psychologin, mit der Anna redest. Ja. Ja? Und die wird dir auch die entsprechenden Ratschläge geben, dass du nur endlich mal nach so vielen Jahren, ich bin zu mir gekommen. Ich weiß jetzt, es klappt einfach nicht. Ich würde jedem auch sagen, also wer einmal Gewalt anwendet, das will ich jedem jetzt sagen. Der macht das immer wieder. Ja, das ist deine Lebenserfahrung, ne? Genau, das werde ich jedem jetzt laut und deutlich brüllen. Mhm. Es hat keinen Sinn, diesemjenigen Chance zu geben. Es klappt einfach nicht. Und ich hoffe, dass du dieses auch in dich hineinbrüllst. Hab ich. In mein Blut hab ich das jetzt hineingesetzt und es ändert sich nicht mehr. Jeder kann vom Familiehaus herkommen, bitten und nein, geht nicht mehr. Und damit du entsprechend jetzt ein bisschen aus den Socken kommst und wieder vielleicht Tritt fassen kannst, möchte ich gerne, dass du erst eine fachkundige Beratung bekommst. Ja, danke schön. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Sei mal, auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. So, dann bin ich mal gespannt, ob es denn jetzt gut klappt hier mit unserer Supertechnik. Die Monika, 49. Guten Morgen. Hallo? Ja? Ja, da ist sie. Guten Morgen. Also ich habe am 16. ein Trauma miterlebt. Ich habe gesehen, wie ein Freund von mir ertrunken ist. Am 16. Jetzt. Wann? Am 16.06. jetzt. In diesem Jahr? Ja. Du hast gesehen, wie ein Freund von dir ertrunken ist? Ja. Was ist da genau passiert? Im Rhein. Also wir waren bei dem schönen Wetter am Rhein. Mhm. Ich habe 3 kleine Hunde. Ja. Es ist immer schön für die, wenn die dann auch in das Wasser können bei der Hitze. Wo war denn das am Rhein? Auf welcher Höhe? Auf toller Wiese, kurz vor der Südbrücke. Bei Köln? Ja. In Köln, ja. Und ich bin auch noch rein in das Wasser und wollte ihn noch retten. Und er hatte aber auch Probleme und alles, wo er nicht mit fertig wurde. Und wir machen uns jetzt den Vorwurf, dass er praktisch irgendwie Selbstmord gemacht hat. Ne? Mhm. Wie war denn das? Ihr wart nachmittags am Rhein? Nachmittags. Und ist er dann erstmal nur so schwimmen gegangen oder ist er direkt ins Wasser gegangen? Nee, bis zur Hüfte haben wir noch da so drin gestanden, haben uns amüsiert über die Fischchen. Mhm. Und dann sagte ich dann so nach einer Viertelstunde so, ich gehe jetzt mal raus, kommst du auch raus? Er sagt ja gleich. Und kam dann auch auf das Ufer zu und dann habe ich mich nochmal rumgedreht und da rief er mich und meinte, wie spät ist es dann jetzt? Ich sage 16:45. Mhm. Er musste noch was erledigen, so um 6 Uhr rum. Und dann auf einmal drehe ich mich nochmal rum und da war er schon im tiefen Wasser. Ich sah nur noch der Kopf und die Arme raus. Und ich meine, wenn einer irgendwie abrutscht oder was in das tiefe Wasser reinkommt, der kämpft ja. Irgendwie, da er wieder hochkommt. Ja. Ne? Aber er hat gar keine Anstalten gemacht. Also er hat sich da richtig reintreiben lassen quasi. Ja, und ich bin dann auch direkt rein und seitdem habe ich dieses Trauma jede Nacht. Ne? Mhm. Konnte er schwimmen? Ja, ein bisschen. Und wie war das denn? Du sagst, du hast ihn bis zum Bauch gesehen und plötzlich war er weg. Ja, plötzlich war er dann tiefer drin und dann war er weg. Mhm. Wann, dann war er auf einmal weg. Mhm. Wann hat man ihn denn gefunden? Jetzt am Freitag, vorige Woche. Mhm. Ich stelle es mir für dich auch ganz schrecklich vor, in dem Moment, als er weg war, was macht man denn dann in der Situation? Ich bin ja erstmal rein und habe versucht, ihn zu retten. Und ich hatte auch diesen Druck am Bein, wie als wenn eine Hand. Und ich habe auch nach Luft gekämpft, ich habe auch Wasser geschluckt. Achso, da war er noch da, als du dann ins Wasser gegangen bist? Nee, da war er schon untergegangen. Ja gut, aber er hat dich ja angefasst am Bein. Das ist mir aber nachher erst
bewusst geworden. Mhm. Na, bist du rausgegangen und hast dann irgendwann die Polizei oder den Krankenwagen benachrichtigt? Ja, ich habe noch einen jungen Mann gewunken, ja. Der auch noch rein, hat auch noch getaucht. Und ich habe in der Zeit dann die Rettung gerufen. Mhm. Und die haben mir dann gesagt, ich soll nach einem Hubschrauber Ausschau halten. Der flöge über den Rhein, weil die da vorher auch schon einen Ertrunkenen am Suchen waren. Also Monika, wenn du dir jetzt die Gedanken machst, also die Vermutung liegt nahe, dass es Selbstmord war, Selbsttötung war, meinst du? Ja, wir sind auch zu dem Entschluss gekommen, weil wir haben jetzt schon um alles so wie so ein Film ist das alles abgelaufen, was vorher so passiert ist. Ja, also du hältst es nicht für möglich, dass es ein Unfall war. Nein, also zu dem Entschluss bin ich jetzt gekommen. Wie gesagt, das ist alles im Film vorher, die Tage. Im Film läuft das ab. Ist er denn ein sehr naher Freund von dir gewesen? Also kein intimer Freund. Mhm. Jetzt so gesehen, es war praktisch eine richtige feste Freundschaft. Mhm. Er hatte ziemlich viel Probleme und er hat mir sehr viel anvertraut über sein Leben. Ja, aber er hat keine Andeutung gemacht, dass er irgendwie nicht mehr kann und möchte sich das Leben nehmen. Nee, vorher gar nichts irgendwie, ne? Also es gab keine Signale so eigentlich. Und wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, wie ich schon sagte, das läuft alles wie im Film, die Folgentage, alles wie im Film ab. Er hatte eine Beziehung zu einer älteren Frau. Ich glaube, Monika, dass wenn sich so etwas angebahnt hat, dass jemand das machen will, wird das wahrscheinlich über einen langen Zeitraum gewesen sein. Schwer ist es natürlich, dieses aufzuhalten und vor allen Dingen, wenn man gar keine Signale bekommen hat. Insofern ist es eigentlich nicht angebracht, dass du dir jetzt Vorwürfe machst. Es sei denn, du sagst, ich hätte vielleicht doch noch weiter im Rahmen der Freundschaft auf ihn eingehen müssen. Aber das ist jetzt sehr schwierig zu beurteilen. Da müsste man sehr viele Einzelheiten hören und kennen. Aber mir geht es darum, ich träume jede Nacht davon. Ich erlebe das jede Nacht. Mhm. Ne? Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich glaube, es geht auch sehr darum, dass du dieses Trauma irgendwie ein bisschen loswirst, was dir da jetzt so zusetzt. Du legst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an und werden dir ein paar ganz handfeste Tipps geben und auch Anlaufstellen, wo du dich, ich höre, dass du in Köln wohnst, wo du dich hin auch wenden kannst, okay? Ja, das wäre gut, weil ich brauche irgendwie da Leute, irgendwie einen Halt. Oder genau, das verstehe ich. Also du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an, okay, Monika? Alles Gute. Alles Gute für deine Sendung. Ich gucke auch immer jede Nacht. Danke dir herzlich, Monika. Sind immer sehr interessant, die Themen auch. Ja. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050 und die Faxnummer lautet 0800 220 5051. Freie Themennacht heute Morgen sind wir im Fernsehen früher da. Nämlich schon um 11:45 im WDR-Fernsehen, direkt nach dem Kanzlerbungalow. Und ihr könnt eine Stunde vorher schon anrufen. Morgen haben wir auch eine freie Themennacht. Also ab 11:45 könnt ihr anrufen und euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. So wie jetzt, so wie heute. So wie beispielsweise Nadine, die 24 Jahre alt ist. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nadine. Jetzt bin ich total nervös. Bitte? Jetzt bin ich total nervös. Ja. Das fangen wir jetzt gemeinsam auf. Um was geht's denn? Und zwar, es geht darum, ich habe einen Freund und habe jetzt jemand anderes kennengelernt und mich vor einiger Zeit halt auch in ihn verliebt. In den anderen Menschen? In den anderen Menschen. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 2,5 Jahre. Ja. Und den anderen kenne ich jetzt erst 2 Monate, aber also ist doch schon so, dass ich... Hat geschnackelt. Ja. Ja. Und ihr seht euch oft? Also jetzt nicht jeden Tag oder so, aber wir haben uns schon einige Male gesehen. Und das ganze volle Programm läuft schon? Nein. Nein? Nein. Ist mehr so eine gute Freundschaft erst. Aber ich weiß, dass er mich halt auch sehr gerne hat. Ah, also wie weit ist es gegangen? Händchen halten? Nein. Auch gar nichts so noch? Noch gar Arm nicht. Ein bisschen streicheln. Ach so. Sonst. Also ach so. Leider noch nicht. Ich dachte, du sagst schon, das wäre schon knallharter Sex gelaufen. Nein. Aha. Ja, okay. Also das läuft seit 2 Monaten. Ja, genau. Obgleich du seit 2,5 Jahren in einer festen Beziehung steckst. Genau. Jetzt ist zwar noch nicht richtig was passiert, aber das Fremdgehen findet schon statt eigentlich.
Ja. Ne? Das ja, also fängt ich treffe ja mich mit ihm. Im Kopf fängt das ja an. Genau. Mhm. So, und nun? Ja. Wie weiter? Das weiß ich eben nicht. Mhm. Beraten wir mal gemeinsam, wie es weitergehen sollte und könnte. Lass uns mal über deinen Freund, deinen wirklichen Freund reden. Ja. Mit dem du 2,5 Jahre zusammen bist. Wie stellt sich denn die Beziehung dar? Was ist das für eine Beziehung? In letzter Zeit recht oberflächlich. Ja. Teilweise sehr langweilig, würde ich schon sagen. Ja. Wohnt ihr zusammen? Nein. Wir haben auch nie zusammen gewohnt. Wir haben mal ein paar Wochen zusammen gelebt. Also bei ihm mal zu Hause, bei mir. Mhm. Aber mehr nicht. Mhm. Ansonsten, ja, es geht. Langweilig, oberflächlich, klingt nicht dolle, ne? Für ja, ist nicht gerade toll, aber ich liebe ihn halt auch noch sehr. Du liebst ihn sehr noch, also obwohl es langweilig ist und obwohl es oberflächlich ist. Total an ihm. Warum hängst du total an ihm? Ich weiß es nicht. Wenn er langweilig ist und wenn es oberflächlich zugeht. Ich weiß es nicht. Denk mal nach. Gewohnheit? Habe ich auch gedacht. Dann haben wir uns mal einen Monat nicht gesehen und ich weiß nicht, das geht schlecht. Also ich vermisse ihn dann total. Was vermisst du denn? Einfach seine Nähe. Was macht seine Nähe denn aus? Was zeichnet die denn aus? Es ist, ich weiß nicht, es ist einfach schön, ihn um sich zu haben. Er ist ja so eigentlich schon ganz lieb. Was macht er denn so, das, was dir gut gefällt? Kann ich noch nicht mal sagen. Ist er besonders nett zu dir? Ist er sehr zuvorkommend? Trägt er dich auf Händen? Ist er sehr zärtlich? Würde ich nicht sagen. Würdest du nicht sagen? Würde ich nicht unbedingt sagen. Nee. Aber ist halt schon eine ziemliche Liebe. Ja, aber dennoch sagst du, ist es oberflächlich? Und ja, auch, in letzter Zeit. Und auch langweilig? Ja, das weil ist wir ja kaum was machen. Das ist ja ein schlimmes Urteil, wenn man sagt, ist es langweilig. Ja. Ja? Schlaft ihr miteinander noch? Ja, aber viel zu selten. Mhm. Und wenn ihr miteinander schlaft, ist es dann gut? Ja. Oder ist es die 0815-Nummer? Nein. Das wenn ist dann schon okay? Ja. Mhm. Wie oft, du sagst viel zu selten, wie oft kommt das vor? Oh, in letzter Zeit vielleicht 2-3 Mal im Monat. Mhm. Früher mhm. vielleicht fast jeden Tag. Früher 2-3 Mal am Tag. Und jetzt halt ja. so selten. Ja. So, ist da eine gewisse Unzufriedenheit? Vielleicht ist es auch so zu erklären, dass du da mit jemand anderem am Rumflirten bist. Heiß am Rumflirten bist. Bist du ja. Ja. Weiß der das, dass du in der Beziehung steckst, der andere? Nein. Ach, hat der nicht gefragt schon? Nein, er hat nicht so direkt gefragt und dann dachte ich, sag ich es ihm auch nicht. Und dann hatte er mir was von seiner Ex-Freundin erzählt und ich habe halt nichts von Beziehung erzählt. Also bist du momentan an so 2 Lügenfronten am Baggern, ne? Ja. Am Bauen. Nämlich, du musst ja diese neue kleine Affäre, die sich da am Entwickeln ist, vor deinem Freund verheimlichen. Ich habe es ihm gesagt, dass ich jemanden kennengelernt habe und den auch recht süß finde. Aha. Ich habe ihm aber nicht gesagt, wie sehr ich jetzt Gefühle für den hege. Wie hat er darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich habe da jemanden kennengelernt und finde den sogar süß? Natürlich eifersüchtig, aber er meint, ja, ich vertraue dir erstmal, ist natürlich ein bisschen blauäugig. Ich vertraue dir, dass da nichts passiert, aber wenn was passiert, dann mach bitte mit mir vorher Schluss. Nee, das ist nicht blauäugig, das finde ich, er hat Vertrauen zu dir, das finde ich ja. ganz sehr nett. Okay. Und du nutzt es eigentlich aus, ne? Okay. So, jetzt musst du bist jetzt du bist gefragt, Nadine, eine Entscheidung zu fällen. Er hat gesagt, okay, dann sag es mir vorher und mach mit mir Schluss. Ja. Fahr nicht, tanz nicht auf 2 Hochzeiten. Das hatte ich nämlich überlegt. Das zu tun? Ja. Ja. Das Problem ist... Vergiss es. Ich weiß nicht, das ist... Komm, vergiss es. Du verhältst dich in Lügereien. Es ist absolut unanständig, das zu machen. Mhm. Man belügt und betrügt nicht den man irgendwie auch noch schätzt. Ja. So. Und du bist ja jetzt noch, du hast ja jetzt noch die Chance. Du bist jetzt erst in der Vorphase. Es ist ja noch so richtig nichts passiert. Stimmt. Du hast jetzt die Chance, noch klare Verhältnisse in deinem Leben zu schaffen. Und tu es verdammt nochmal auch. Ich wüsste mir aber nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich liebe beide. Nee.
Ja, das sind immer so Sprüche. Ich liebe beide vielleicht. Aber da musst du auch beiden gegenüber mit offenen Karten agieren. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das mit der Liebe entwickelt. Hm. Wenn du deinem jetzigen Freund sagst, hier, ich liebe den anderen auch, es ist richtig was Ernstes, dann wirst du schon irgendeine Reaktion von ihm zurückkriegen. Und aus der Reaktion wird sich auch wieder was Neues ergeben zwischen euch beiden. Also wenn du nicht weißt, für wen du dich entscheiden sollst, dann sag zumindest beiden Männern klar die Wahrheit hier, es gibt noch einen. Oh je, ich glaube, dann wäre ich den neuen los. So, und dann wird sich das Ganze schon irgendwie entwickeln. Wenn du nicht entscheiden kannst, dann wird einer von den Männern entscheiden. Oder vielleicht werden beide entscheiden und du bist beide los, kann auch sein. Mhm. Ja, das Problem ist bei dem Neuen, dass sonst hat er mir schon geschrieben, dass er mich halt sehr nett findet. Mhm. Und er hat mir jetzt eine E-Mail geschickt, dass er halt auch nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Und dass er meint, wir sollten vielleicht Freunde sein erstmal. Ja, also ich weiß aber, du hast den ja bisher quasi, indem du nichts gesagt hast, hast du ihn ja belogen, dass du in einer festen Beziehung hängst. Ja. Also musst du das auch erstmal klar machen. Mein Gott, habt ihr immer Angst, die Wahrheit zu sagen? Ist ja auch klar, weil man immer Angst hat, was zu verlieren, und oftmals verliert man ja auch sehr viel, wenn man die Wahrheit sagt. Aber man lebt besser, man lebt gerader, man hat einen Rückgrat, wenn man ehrlich ist. Das ist das Wichtigste im Leben, finde ich. So, Nadine, in diesem Sinne, legen wir los. Karten auf den Tisch und dann, wie? Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Och, ich weiß das. Das ist ganz einfach, indem du dem einen sagst und dem anderen sagst, was in dir vorgeht. So. Und dann bin ich los. Nee, und dann ist das Spiel offen, dann ist es gleichberechtigt für alle. Und dann gucken wir, wie es weiterläuft. So macht man das. Ich weiß nicht. Ich ja. Nadine, alles Gute. Okay. Tschüss. Jasmin, 18 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Hallo Jasmin. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich muss nächstes Jahr heiraten, aber ich habe einen Freund, ich habe mit ihm geschlafen. Mit dem Freund werde ich nicht heiraten, mit einem Bekannten. Moment, man kann sagen, du musst nächstes Jahr heiraten? Nächsten Monat. Du musst nächsten Monat heiraten? Warum musst du heiraten? Weiß ich nicht. Mein Vater hat ihn ausgesucht, ich bin Muslimin. Ja. Und vor der Ehe darf man bei uns nicht schlafen. Ja. Dein Vater hat deinen zukünftigen Mann ausgesucht. Mhm. Kennst du ihn überhaupt schon? Ja, ich habe ihn gesehen. Der ruft jeden Tag bei mir. Hast du ihn einmal gesehen? Bitte? Hast du ihn einmal erst gesehen? Nein, im Sommerferien habe ich den jeden Tag gesehen. Achso, er wohnt gar nicht in Deutschland. Nein, er wohnt in der Türkei. Er wohnt in der Türkei. Du hast ihn in den Sommerferien jeden Tag gesehen. Mhm. Wie findest du ihn? Naja, nicht so gerade besonders. Nicht so besonders? Nein. Wie alt ist er? Der ist 20. Mhm. Den sollst du heiraten jetzt. Mhm. Und das Problem ist, ich habe hier einen Freund und mit dem habe ich schon geschlafen. Ist nicht nur das, ist nicht zusätzlich noch ein Problem, dass du einen Freund hast hier? Bitte? Ist nicht auch ein Problem, dass du einen Freund hast? Ja, hier? Das ist auch ein Problem. Na, das will ich meinen. Nicht, dass du mit dem geschlafen hast, sondern dass du hier einen Freund hast. Ja, das wissen ja meine Eltern nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Eltern wissen das nicht. Nein. Ist der Freund ein Deutscher? Nein. Nein. Auch ein Junge, der aus der Türkei stammt, oder die Familie, die aus der Türkei stammt? Ja. Ja. Weiß er, dass du verheiratet werden sollst? Ja. Du sagst das so zögerlich. Du sagst das so zögerlich. Weiß er es wirklich? Ja. Und wie denkt er darüber? Der will mich halt nicht verlieren, aber geht ja nicht. Ich muss ihn ja heiraten. Was heißt, er will dich nicht verlieren? Heißt das, dass er das akzeptiert, wenn du dann jetzt in Kürze einen anderen Mann heiratest? Der akzeptiert das nicht. Der wollte mich schon mal entführen, aber ich habe gesagt, nein, lass das lieber. Sonst bekommt noch meine Schwester mit Ärger dazu. Warum? Weil die mal bei meinem Vater dann sagen würde, du kennst deine Schwester, ihr unterhaltet euch bestimmt und die hat dir bestimmt schon mal erzählt, mit wem die zusammen ist und so weiter. Dann wird die auch Ärger bekommen. Mhm. Ist denn deine größte Sorge jetzt die Tatsache, dass du schon mal mit einem Jungen geschlafen hast? Ja. Oder ist deine größte Sorge, dass du deinen jetzigen Freund verlieren wirst? Alles beide.
Wie wirst du dich denn, lassen wir das Problem, dass du mit jemandem geschlafen hast, mal eben zur Seite, da reden wir gleich drüber. Mhm. Hast du denn für dich entschieden, oder ist es für dich eine klare Sache, wie du dich verhalten wirst? Willst du diesen Jungen, den du eigentlich gar nicht kennst, in der Türkei, aus der Türkei heiraten? Nein, ich will ihn nicht heiraten. Wirst du ihn heiraten? Bitte? Wirst du ihn heiraten? Ja, muss ich ja. Ich habe das schon meiner Mama gesagt. Die hat gesagt, du musst ihn heiraten, weil die wird auch unter Druck gesetzt von meinem Vater. Aber ist das nicht eine ganz schlimme Sache, wenn man jemanden heiraten muss, den man eigentlich gar nicht will? Ja. Ist das nicht furchtbar? Das ist furchtbar. Ist es nicht für dich ein Grauen, dir vorzustellen, dann ist das mein Mann, mit dem muss ich dann schlafen, den habe ich gar nicht lieb, den mag ich überhaupt nicht und mit dem muss ich dann Tag und Nacht verbringen? Mhm. Das ist doch ein Horror. Ja. Was sagt denn deine Mama dazu? Die versteht dich. Die versteht mich aber, die wird ja unter Druck gesetzt von meinem Vater. Mhm. Was würde passieren, wenn du deinem Vater sagen würdest, nee, Papa? Ich kann das nicht. Ich kann nicht jemanden heiraten, den ich nicht kenne und den ich nicht liebe. Habe ich schon mal versucht. Was sagt er dann? Meine Mama hat Ärger bekommen. Der dachte, meine Mama hat mich zugelassen, dass ich ihm sowas sage. Mhm. Und ich habe auch richtigen Ärger bekommen. Mhm. Ach Jasmin, da bist du aber wirklich in einer ganz misslichen Lage. Ich will dir mal sagen, dass ich ich nenne es Zwangsehen, ich finde die unglaublich, ich finde es unglaublich, dass es das heutzutage noch gibt. Mhm. Ich finde, dass den jungen Menschen, jetzt in deinem Fall den Mädels, so viel Leid angetan wird. Mhm. Und man schert sich ja überhaupt nicht um die Gefühle derjenigen, um die es geht. Ja. Ich habe schon öfter solche Gespräche hier in der Sendung geführt und weiß, in welchen Notlagen ihr seid, die ihr betroffen seid. Und es gibt da auch gar keinen richtig großen, klugen, tollen Rat. Mhm. Wenn ich jetzt sagen würde, entziehe dich dem, wehr dich dagegen, weiß ich, was das bedeutet. Mhm. Das würde der Bruch mit deiner Familie bedeuten. Ja. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, ganz wegzugehen aus der Familie, ein eigenes Leben aufzubauen. Wobei ich das letztendlich das Beste finde. Weil das, was jetzt dir bevorsteht, ist Unglück. Mhm. So, und jetzt kommen wir mal auf die Sexualität. Ja. Jetzt hast du auch noch mit deinem Freund schon geschlafen und dein zukünftiger Mann weiß, wird merken, dass du keine Jungfrau mehr bist. Ja. Und das ist sehr wichtig, ich weiß. Mhm. Da beginnt die nächste fürchterliche Diskriminierung der Frauen. Mhm. Die Jungs haben alle schon mit anderen Mädels geschlafen. Ja. Kümmert sich kein Mensch drum. Ihr dürft es aber nicht. Ja. Das ist genauso schlimm. Was sollen wir machen? Weiß ich nicht, deswegen habe ich angerufen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, das ist wirklich eine so missliche Situation. Eigentlich müsste man sagen, verdammt nochmal, lass dir dein Leben nicht so verfuschen. Das darf kein anderer machen. Das müsste man eigentlich sagen, ich sage es ja eigentlich auch. Mhm. Aber ich kann dir wiederum, du bist erst 18 Jahre alt, ich kann dir auch nicht sagen, pass auf, mach das und das und das und das und das und dann wird alles gut. Es ist alles schmerzlich. Welchen Weg du jetzt auch gehen wirst, er wird für dich schlimm und schwierig werden. Mhm. Dein jetziger Freund, mit dem, wie lange bist du mit dem zusammen? Ein Jahr. Hast du ihn sehr lieb? Ja. Sehr? Sehr lieb. Er dich auch? Ja. Dir bricht das Herz, wenn du dir vorstellst, dass du in ein paar Monaten mit einem anderen zusammen bist und ihn nicht mehr sehen darfst. Ja, klar. Ja. Und vielleicht werde ich auch für immer in die Türkei geschickt. Mhm. Ja. Ich bin fassungslos und ratlos, will ich dir sagen. Ich weiß, dass es das so oft noch gibt und ich finde es so etwas von nicht in Ordnung. Und stehe so sehr auf der Seite von den Mädels jetzt. Aber es gibt ja auch Jungs, die verheiratet werden und nicht wollen. Das darf es in dieser Zeit nicht mehr geben. Ja, finde ich auch. Und das darf es nicht in Mitteleuropa mehr geben. Das darf es auch nicht. Wir sind auch hier aufgewachsen. Ja, ich weiß. Ihr seid besonders betroffen, weil ihr so beide Kulturen kennengelernt habt. Mhm. Und ich weiß natürlich auch, was ja auch richtig ist, dass ihr auch eure Traditionen respektieren sollt und wollt. Mhm. Das ist ja auch sehr richtig. Aber irgendwo muss eine Grenze sein, ne? Mhm. Ich bin ratlos. Ich weiß es nicht, Jasmin, was du machen sollst.
mich. Gibt es denn, hast du irgendeine Frau, irgendein Mädel aus deinem Umfeld, mit der du offen reden kannst? Ja. Mhm. Also, ich habe doch gerade noch so eine kleine Idee. Mhm. Die möchte ich aber jetzt hier auf dem Sender in aller Öffentlichkeit nicht sagen. Mhm. Ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Anna, ruft dich nochmal an. Mhm. Und sie wird wissen, was ich meine. Mhm. Und das wird sie dir sagen. Mhm. Machen wir es so? Okay. Dann legst du auf und Anna ruft dich an. Okay. Alles Liebe. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Ihr Lieben, morgen sind wir um 11:45 schon im Fernsehen, im WDR Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht, mit einer freien Themensendung. Ihr könnt ab 10:45 anrufen, morgen Abend, und anmelden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, unter dieser bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Bianca ist hier, die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und Andreas ist auch bei dir, ne? Lese ich hier. Genau. Domian, ich habe vor 1 bis 2 Monaten ungefähr bei dir angerufen. Ja. Hab mir bei dir einen Rat gesucht, mhm, weil ich eine, ich sage jetzt mal, Dreiecksbeziehung hatte, mhm, oder habe. Und zwar, das ging darum, Frauen mit einer Affäre mit einer Frau und einem Verlobten. Ja, es dämmert. Du hast einen Verlobten, das ist vermutlich Andreas, wenn der hier steht. Genau. Ja, Andreas ist mein Verlobten und Ariane ist meine Freundin, mit der ich jetzt schon seit etwas über 1/2 Jahr zusammen bin. Ja. Und mit meinem Freund bin ich jetzt seit knappen 3 Jahren zusammen. Ja. Und das war, als wir beide uns unterhalten haben, war das geheim, ne? Dein Verlobter wusste davon nichts. Genau. Mhm. So, und ich habe ihn 2 Tage später, habe ich ihm das dann gesagt. Nachdem wir uns unterhalten haben. Nachdem wir uns unterhalten haben. Vermutlich hatte ich dir das geraten, dass du das tun sollst. Genau. Mhm. Und erst hat er geschluckt, erst ist er ein Wochenende bei seinen Freunden gewesen. Mhm. Und dann ist er wiedergekommen und hat gesagt, ja cool, jetzt will ich sie auch kennenlernen. Oh. Dann haben wir uns mal zusammengesetzt, erst haben wir normal miteinander geredet und auf einmal flogen die Klamotten auf Seite und dann ging es, den Rest brauche ich ja nicht zu erzählen. Wie, so schnell? Ihr habt euch beim ersten Mal getroffen und dann flogen plötzlich die Klamotten durch die Luft? Ja, er hat dann auf einmal gesagt, cool, mit 2 Frauen wollte ich schon immer. Na, das ist ja einer, das ist ja ein heißer Fähiger, dein Verlobter. Genau. So, genau. Und jetzt haben wir vor, jetzt am 1.7. ziehen wir 3 zusammen. Mann, wie gewagt. Das ist ja der Hammer. Jetzt muss ich Andreas sprechen, der ist ja neben dir. Dein Verlobter, wir reden gleich nochmal, Bianca, gib ihn mir bitte mal. Ja, mache ich doch. Guten Morgen, Domian. Ja, Andreas, ich grüße dich auch. Willkommen. Also die Vorgeschichte haben wir jetzt gehört. Ja. War das wirklich so, alles so einfach für dich, das zu akzeptieren, dass Bianca da einen anderen Menschen liebt? Wenn es auch eine Frau ist, also eine lesbische Komponente in ihrem Leben ist, war das so einfach? Ja, es geht. Also auf der einen Seite musste ich schon ganz schlucken, weil ich sie nicht so eingeschätzt hätte. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, es ist mir lieber, dass sie sich lieber mit einer Frau trifft, wo ich weiß, die kenne ich auch hinterher, ich habe sie auch kennengelernt und alles. Mhm. Und als mit einem Mann, also warum? Damit käme ich schlechter klar. Also ich glaube, dann hätte ich auch die Beziehung beendet. Weil, ja. Warum? Warum ist das so? Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich kann eine Frau gerne, mag sich ungerecht anhören, aber es ist mir einfach lieber, dass kein zweiter Mann in der Beziehung ist. Da mhm. wäre ich dann doch eifersüchtig. Aber irgendwie bei einer Frau, ich weiß nicht, existiert das nur nicht so. Warst du denn sauer auf Bianca, dass sie dich schon da doch eine ganze Weile betrogen hat? Und nichts gesagt hat zumindest? Ja, also wir haben darüber auch länger gesprochen und ich war auch am Anfang sehr enttäuscht darüber. Mhm. Weil es ist schon irgendwo ein Vertrauensbruch. Mhm. Aber die Enttäuschung hat nicht so lange angehalten, denn ich habe ja gerade gehört, dass dann schon die Kleidungsstücke durch die Luft flogen. Ja, also im Endeffekt, wir hatten uns dann auch kennengelernt, jetzt mit der Ariane. Ja. So, und dann ist echt... Ging die Post ab. Ging die Post ab. Zu dritt. Ja. Das heißt, die dritte Frau, also die zweite Frau, Ariane heißt sie, gefällt dir? Ja. 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 Und die einzigste Schwierigkeit, die ich jetzt für mich als Mann sehe, irgendwann muss ich mich entscheiden, weil irgendwann möchte ich auch
heiraten und Kinder kriegen. Ne? Und dann wird es natürlich schon kritisch. Na, Kinder kriegen kannst du von beiden Frauen. Ja, ja, aber eben halt, ich möchte irgendwann mal eine feste Familie haben. Ne? Ja. Ja, gut. Sag mal, ich bin jetzt 28, sag mal, ich bin noch so in dem besten Jahr. Die klassische Familie gibt es natürlich nicht mit in einer Dreierbeziehung, aber man kann ja auch, auch Kinder aufziehen in einer Dreierbeziehung. Ja, 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 hm? Ja. Gut, aber das ist ja auch nicht das aktuelle Problem im Moment. Nein. Du findest sie attraktiv und sie gefällt dir. Ja. Bist du auch verliebt schon in sie? Nein, also wir haben gesagt, oder vielmehr lieben tue ich eigentlich nur Bianca, das, mhm. Weil ich bin schon so viele Jahre mit ihr zusammen und ich bin sehr glücklich mit ihr zusammen. Ja. Und das mit der Ariane, das ist mir so eine platonisch-freundschaftliche Sache. wie platonisch das ist, habe ich gerade schon gehört. Ja, ja, aber eben halt, da wird nie richtige Liebe existieren. Nee, also es ist mir es ist platonisch, na gut, okay, aber es ist eigentlich eher eine körperliche Sache. Ja. Der Sex ist gut, okay. Der Sex mit beiden Frauen ist auch okay, gefällt dir gut? Ja, also ja. Ich lebe auch mit der Ariane zusammen, wie jetzt mit der Bianca. Ich versuche sie gleichberechtigt zu behandeln. Ja. Wie damit keine Eifersucht aufkommt unter den Damen. Ne? Ja. Ja, könnte ja durchaus passieren. Aber es könnte doch dennoch sein, dass die beiden Mädels sich eigentlich viel lieber haben irgendwann, als Bianca dich hat. Und dann könntest du vielleicht doch eifersüchtig werden, oder? Ja, damit müsste ich rechnen, aber Das Risiko gehst du ein. Jetzt habt ihr beschlossen, am 1.7. schon zusammenzuziehen. Ist ja, ist ja eine gewagte Sache. Es ist eine gewagte Sache. Auf der einen Seite schon. Es ist einfach mal, weil uns kam das irgendwann mal früh morgens so in den Gedanken. Wir lagen gerade noch im Bett, haben dann noch ein bisschen gespielt. Cool. Jetzt, haben wirklich Karten gespielt und ist sowas. Klar. Und dann haben wir irgendwann mal so in den Raum reingeworfen, so, und ja, und jetzt haben wir gesagt, wir probieren das zumindest mal, so eine Art WG aufzuziehen. Gut, dann mach das mal. Ist kostengünstiger. Ja. Ja, vielleicht auch nicht, wenn es nicht lange hält, aber egal, versucht es ganz einfach mal. Ja. Und die Sache scheint ja im Moment in einer interessanten Phase zu sein, und mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ja, wir halten dich gern am Laufenden. Sehr gern, Andreas. An dich schon mal Dankeschön und gib mir bitte die Bianca nochmal. Ein Wort nochmal kurz an dich, Domian. Ja, bitte. Wir haben nämlich noch vor Jahren mal miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das Thema noch im Kopf hast. Und zwar habe ich dir damals erzählt, dass ich eine Freundin hatte, die sich ausschließlich von Hundefutter ernährt hat. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ja, natürlich. Ich erinnere mich ausgesprochen gut daran. Auch ich aß dann ja mal Hundefutter hier in der Sendung. Ja, genau. So war es. Später war das, glaube ja. ich. So, und ich war sehr entsetzt darüber, dass es im Endeffekt dann kein Hundefutter war. Okay, ja, ich reich dich weiter. Ja, bitte, gib mir mal. Deine Sinne-Kipp-Zeit ist auch begrenzt. Genau, so. Das war ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit zum Thema Hundefutter. Jetzt konzentrieren wir uns und kommen zurück zu Bianca. Genau. Bianca, jetzt musst du mir bitte noch sagen, ob denn deine Freundin, die Ariane, ist die verliebt in deinen Freund? Oder ist das für sie auch nur so eine platonische Sexbeziehung? Ist einfach nur eine Bettbeziehung. Eine Bettbeziehung. Eine Bettbeziehung. Mhm. Freund mit Freundschaft, ja gut, aber sie will nichts vom Kerl. Sie will nichts vom Kerl. Sie ist, das habe ich vergessen, ist sie eigentlich mehr oder wie? Sie ist bi, nur sie hat, ich sag jetzt mal, ein paar schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht und hat sie gesagt, zur Zeit auf einen Mann hat sie keinen Bock. Zwischendurch mal Sex, aber mehr auch nicht. Hast du denn den Eindruck, dass ihr das auch wirklich Spaß macht, der Sex, oder macht sie das für dich? Wenn sie es für mich machen würde, dann hätte ich das schon längst gemerkt. Also sie ist auch schon dabei, lässt sich gehen und hat auch ihr Späßchen. Genau. Ja. Gut, also wir beobachten die Sache, hochinteressiert, alle. Ne? Wir machen uns ein Kreuzchen. 1.7. ziehen Bianca, Andreas und Ariane zusammen. Und irgendwann unterhalten wir beide uns nochmal neu. Oder wir drei. Vielleicht im Herbst. Und dann erfahren wir, wie es weitergegangen ist. Okay? Genau. Genau. Schönen Gruß an die Dritte im Bunde. Ja, mach ich. Tschüss, Bianca. Leider am Schlafen schon. Jo. Ach, die ist gerade auch schon bei euch? Ja, die ist nur am Schlafen. Die muss früh zum Amt. Ja. Ihr geht aber wirklich hart zur Sache. Also gleich immer so zu dritt. Auch keinen Streit bisher gegeben. Bis jetzt nur ums Essen. Wer Essen kochen darf. Na gut, das kann man da vielleicht irgendwie noch regeln. Alles Gute euch dreien. Okay. Tschüss. Tschüss. Jessica, guten Morgen. Hm? Hm. Ich bin auch hier. Morgen. Jessica, du bist 17 Jahre alt. Ja, genau. Super.
Und, Thema? Ja, mein Ex-Freund ist mit meiner besten Freundin fremdgegangen. Ah, der Ex-Freund mit der besten Freundin. Genau. Als er mit der besten Freundin fremdgegangen ist, war er da schon dein Ex-Freund oder wart ihr da noch zusammen? Wir waren noch zusammen. Ah, noch schlimmer. Ja, und das Allerschlimmste ist, meine Freundin ist noch meine Mitbewohnerin. Horror. Ja. Und hast du deshalb mit ihm Schluss gemacht? Ja. Ja? Ja. Wann hast du mit ihm Schluss gemacht? Das war noch nicht mal eine Woche, vielleicht vor 5 Tagen. Wann ist die Fremdgeherei passiert? Auch vor 5 Tagen. Ich habe am gleichen Abend Schluss gemacht. Ja. Und, aber du wohnst jetzt immer noch mit der besten Freundin zusammen. Genau. Wie redet ihr denn miteinander? Wie geht ihr miteinander um? Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Weil sie hat mir da schon wirklich sehr weh getan. So, wie ist das denn jetzt rausgekommen? Hat irgendjemand gebeichtet oder hast du die erwischt? Ja, sie hat es mir gesagt. Sie hat es dir gesagt? Mhm. Immerhin, ne? Sie hat es gesagt. Er hat es dir nicht gesagt? Nee, er hat mir gesagt, er wäre in der Disco. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? Über ein halbes Jahr. Ja. Wie ist das denn passiert? Ja, ich war am Wochenende bei meinem Bruder und er hat ihr dann SMS geschickt, sodass so, hier, ich komme mal vorbei und all sowas. Ja, und dann ist er auch vorbeigekommen. Ach so, und er hat das richtig, er hat das angebaggert. Ja, also auch schon richtig geplant und alles. Mhm. Und dann kam er vorbei und er hat auch nicht lange gezögert, er hat nicht lange über mich geredet, sondern da ist wirklich direkt drauf los. Da flogen gleich die Kleider durchs Zimmer. Genau. So wie wir es gerade gehört haben. Mhm. Ja. Mhm. Und das noch in meinem Bett. Also. Und das auch noch in deinem Bett. Ja. Ach du. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Aber immerhin hat die Freundin auch mitgemacht. Sie hätte ja auch sagen können, nein. Ne? Ja, also sie ist halt immer gerne zu sowas bereit. Mhm. Ist sie auch so alt wie du? Ja. 17. Und der Freund, wie alt ist der? Der Ex? Der ist 19. Der ist 19. Mhm. Aber das ist jetzt nur einmal passiert oder ist es vorher auch schon mal passiert? Er hat ihr alles erzählt, also dass er in einen Puff gegangen ist und das wirklich ein paar Mal die Woche, dass er fremd gegangen ist. Wie während ihr zusammen wart in dem halben Jahr? Ja. Das hat er wiederum deiner besten Freundin erzählt? Er hat ihr alles erzählt, alles anvertraut. Er ist ja auch ein bisschen schön doof, ne? Wenn er das auch noch tut. Aber wir wollen froh sein, dass das getan hat, dann haben wir jetzt einen klaren. Also im Prinzip ist der Typ, das Thema ist abgehakt, ne? Oder? Nicht wirklich, weil ich ihn wirklich noch furchtbar liebe. Hör mal, aber Jessica. Ich bin ja noch schwanger von ihm. Das du bist schwanger ja. von ihm? Ja. Nach einem halben Jahr zu. Wir wollten heiraten, wir Familie gründen, alles. Naja, nur mal langsam, mal langsam. Du bist 17, ihr kennt euch erst ein halbes Jahr, da muss man nicht gleich eine Familie gründen. Und warum bist du denn schon schwanger von ihm nach einem halben Jahr? Habt ihr keine Verhütungsmittel? Doch, haben wir. Wir haben mit Kondom. Und das hat irgendwie, ist nach hinten losgegangen, sag ich jetzt mal. Mhm. Das verkompliziert die Lage natürlich enorm. Mhm. Enorm. Andererseits denke ich mir, wenn das wirklich stimmt, was du gerade erzählt hast, also wenn das stimmt, was er erzählt hat, wiederum, dass er in der Zeit im Bordell war, im Puff war, dass er mit anderen Frauen fremdgegangen ist und dann mit deiner besten Freundin noch, dann ist ja auch nicht viel dran an dem. Dann scheint er dich ja nicht so sehr zu lieben. Ja, jetzt als ich es ihm auch gesagt habe, dass ich alles weiß, da hat er sich auch täglich bei mir gemeldet und wollte mit mir reden und alles, aber da habe ich abgeblockt. Hat er das eigentlich abgestritten, diese anderen Geschichten? Ja, hat er. Du hast gesagt, ich weiß alles und hat er gesagt, das stimmt gar nicht mit dem Puff? Genau. Mhm. So, aber die Freundin, die beste Freundin. Mhm. Könntest du der verzeihen? Ja, ich weiß nicht. Mhm. Es ist halt, ja, alles ziemlich frisch und so. Und wusste eigentlich die beste Freundin, als sie das gemacht hat, dass du schwanger bist, wusste sie das da schon? Ja. Das macht das Ganze noch wieder schlimmer. Mhm. Ne? Mensch, Jessica, schwierige Situation. Ihr redet im Moment gar nichts miteinander? Ab und zu, weil es lässt sich ja nicht vermeiden. Mhm. Aber ich kann ja einfach nicht mehr in die Augen gucken. Das geht einfach nicht. Mhm. Verstehe ich.
Also meine Richtung innerlich, die Bewertung geht dahin, dass ich sage, der Typ, ich glaube, dass du den wirklich vergessen kannst. Wenn das alles so stimmt, wenn es denn stimmt, da muss man auch vorsichtig sein. Vielleicht wollte er auch sich dicke tun bei deiner Freundin. Hm. Hier von wegen, ich gehe in den Puff und habe das und das und das gemacht. Wenn es stimmt, wäre der eigentlich, nach meinem Geschmack, müsste der unten durch sein bei dir. Nun bist du schwanger, willst du das Kind haben? Zur Abtreibung ist es jetzt sowieso zu spät. Ich bin im dritten Monat. Mhm. Und ich will es auch haben, weil ich gegen Abtreibung bin ich sowieso und... Das heißt, er wusste das auch, als er fremdgegangen ist mit deiner besten Freundin? Er wusste es. Mhm. Er war auch voll dafür. Ich meine, er wollte es genauso wie ich dann im Endeffekt. Wir haben drüber geredet und... Mhm. Klingt naja. Alles wirklich nicht gut. Ich würde euch beiden empfehlen, wenn du in irgendeiner Weise da noch dran hängst und er jetzt auch bei dir immer zu anruft, dass ihr, um das richtig mal zu klären, was da ist, dass ihr zusammen in eine Beratung geht, zu einer Beratungsstelle, geben wir dir gern gleich eine Telefonnummer. Mhm, okay. Dass da mit einem neutralen Menschen gesprochen wird. So. Mhm. Weil hier geht es ja jetzt nicht nur um die Beziehung, sondern es geht eben auch, wie regelt ihr euer Miteinander, wenn da jetzt ein Kind dazukommt. Ja. So, und das mit der Freundin würde mich auch ungeheuer tief treffen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Ich würde da auch erstmal auf Distanz zu der Freundin gehen. Und da müsste die Freundin sehr viel machen und sehr, sehr, sehr glaubwürdige Dinge sagen, um das Vertrauen wieder zu gewinnen. Ja. Besteht denn die Möglichkeit, dass du da ausziehst? Es ist kompliziert. Das ist ein bisschen schwierig, vor allem, da ich ja 17 bin und alles. Und naja, ist auch billiger in der WG. Mhm. Ja, ich meine, es ist alles jetzt noch sehr frisch. Beobachte das mal, wie du dich innerlich fühlst im Verhalten zu deiner besten Freundin. Und wenn es überhaupt nicht geht nach ein paar Monaten, wenn du sagst, es ist so blockiert, ich kann es einfach nicht, ich mag sie nicht mehr, ich will nicht mit ihr in der Nähe sein. Da musst du gucken, dass du vielleicht irgendwie eine andere WG aufmachst oder irgendwo in eine andere WG ziehst. Mhm. Dass ihr auf jeden Fall getrennt seid. Aber wichtig finde ich jetzt auch erstmal, dass das mit dem Erzeuger deines Kindes irgendeine Regelung findet. Dass man da irgendwas weiß, was los ist mit euch beiden. Ja. Du legst auf, wir rufen dich an, meine Psychologin ruft dich an und dann wirst du mit den entsprechenden Telefonnummern versorgt, okay? Ja, danke. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, 11:45 schon im Fernsehen. Und um 11:45 könnt ihr anrufen, freie Themennacht, morgen genauso wie heute. Und ich bin verbunden mit Frank. Frank ist 27. Ne, ja. Der Frank ist 27. Jo. Bin ich. Hallo Frank. Hallo Domian. Dein Thema. Ich habe vor knapp 2 Jahren meine Freundin beim Motorradunfall verloren. Mhm. Und mache mir halt... Ja, ziemliche Vorwürfe irgendwie. Bist du gefahren? Nee, ich bin nicht gefahren. Wir wollten zu einem Freund von uns nach Aachen fahren, von Köln aus. Ja. Ja, sie wollte mit meinem Auto fahren, hatte mir aber eine Woche vorher eine Beule reingefahren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich halt nicht möchte. Und dann sagte sie, gut, dann wird sie mit dem Motorrad fahren. Mhm. Und ist dann auf dem Weg dorthin verunglückt. Ist also hier in Köln auf die Autobahn gefahren, auf die 59. Ja. Wollte von da aus auf die A4 Richtung Aachen. Ja. Und ist da von einem LKW erfasst worden und zwischen Leitplanke und LKW gedrückt worden. Mhm. War also sofort tot. War der LKW-Fahrer schuld? Nee, sie war schuld. Sie war schuld. Mhm. Sie wollte ich halt noch vorbeidrängen und er hatte wohl den Blinker schon gesetzt und laut Aussagen von Zeugen wollte sie halt noch beschleunigen und hat das halt nicht geschafft. Mhm. Ja, und war sofort tot. War sofort tot, ja. Mhm. Ja, und ich habe das halt abends erfahren. Mhm. Oder beziehungsweise ich habe dann nach 3 Stunden versucht, sie zu erreichen. Und das hat dann nicht geklappt, also ging keiner ran. Ja. Oder beziehungsweise das Telefon war auch aus. Dann hatte ich bei ihrer Mutter angerufen, die wusste auch nichts Genaues. Ja. Ja, und abends hat dann wohl die Polizei bei ihrer Mutter angerufen und sagte wohl, dass sie wohl einen Verkehrsunfall gehabt hätte. Und daraufhin sind dann halt auch 2 Beamte zu der Mutter nach Hause gefahren und haben gesagt, dass er halt tödlich verunglückt ist. Das ist jetzt 2 Jahre her, das Ganze. Ja, und von dann an kriege ich nichts mehr zustande. Mhm.
Das heißt, der Schmerz, die Verzweiflung ist heute noch genauso wie vor 2 Jahren. Ich würde sagen, schlimmer. Schlimmer. Mhm. Also ich würde eher sagen, ja, dass mir von Tag zu Tag mehr fehlt. Und ist es ausschließlich die Sehnsucht, das Fehlen der Person, oder machst du dir irgendwie auch Vorwürfe? Ja, es gibt halt noch viele Sachen, die nicht ausgesprochen sind. Was denn zum Beispiel? Ja, weiß nicht. Ich habe ja halt nie gesagt, was ich für sie überhaupt. Nein, ich meinte jetzt so, du machst ja keine Vorwürfe, dass du sie nicht zurückgehalten hast, das Motorrad zu nehmen oder sowas, das nicht. Ich mache mir eher die Vorwürfe, dass sie halt nicht mit dem Auto abfahren lassen. Mhm. Du hast sie nur nicht fahren lassen, weil sie das Auto verbeult vorher hatte, oder wie war das? Ja, richtig, sie hatte davor einen Unfall gebaut und war sie auch schuld und hatte die Prozente hochgefahren und so. Und da warst du ein bisschen sauer und sagst, in mein Auto kriegst du nicht. Ja, richtig, weil wir halt vorher schon den Hahn hatten und tja, dann ist sie mit dem Motorrad gefahren. Und da geht einem natürlich durch den Kopf, mein Gott, hätte ich ihr das Auto gegeben, ja, dann wäre es im Auto wahrscheinlich nicht passiert. Richtig, ich denke, das ist alles Blech, was man hätte bezahlen können. Ja. Die Mutter gibt mir jetzt halt auch die Schuld dafür. Die Mutter gibt dir Schuld? Ja. Genau deshalb, dass sie sagt, ja, warum hast du ihr das Auto nicht gegeben? Ja, die Mutter ist halt so auf der Beerdigung auf mich losgegangen und hat mich halt übelst beschimpft. Wussten denn die Eltern oder die Verwandten um diesen kleinen Streit wegen des Autos? Ja. Woher wussten die das? Ich hab's ihnen gesagt. Und weil sie mich halt auch gefragt haben, warum sie mit dem Motorrad gefahren ist, wenn ich zusammengefahren wären und so. Ja. Ist das, ich frage es jetzt nochmal, ist das vielleicht sogar das Zentralste, was dich seit 2 Jahren so im Herzen bewegt? Die Frage, bin ich schuld? Ja, und vor allem, dass es halt im Streit so gewesen ist, dass ich mich halt nicht entschuldigen konnte. Das heißt, als sie entschieden hat, ich nehme das Motorrad, war so ein bisschen dicke Luft zwischen euch beiden? Ja, ein bisschen dicke Luft ist gut, eigentlich ziemlich dicke Luft. Ziemlich dicke Luft. Ja. Das heißt, du überlegst auch noch, die war in schlechter Stimmung, war vielleicht in Gedanken auch noch bei dem Streit und war deshalb nicht aufmerksam im Straßenverkehr. Ja, richtig. Ja, und von dann an geht halt alles schief. Arbeit verloren, Alkohol, Drogen. Drogen? Was für Drogen nimmst du? Habe ich genommen, mittlerweile nicht mehr. Ja, eigentlich so ziemlich alles. Also harte Sachen auch? Gekifft, damit hat es angefangen und danach dann halt Kokain. Erst nur gezogen, dann geraucht und... Arbeit verloren, sagst du? Gibt es denn noch andere Leute, die außer der Mutter dir die Schuld zuweisen? Ja, ich mir selber. Ja, das ist mir schon klar, das habe ich gemerkt. Ich meine, so deine Familie vielleicht, oder gibt es noch andere? Nein, keine. Gar nicht. Das Thema wird eigentlich auch größtenteils totgeschwiegen. Weil ich halt auch nicht darüber reden kann. Ich habe mich ziemlich von allem abgekapselt und von jedem zurückgezogen. Und es geht mit dir seit diesem Unglück psychisch, aber auch was das Leben anbelangt, völlig bergab. Komplett alles. Also Leute, die mich halt noch vor dem Unfall gekannt haben und die ich halt heute auf der Straße irgendwie wieder treffe. Ich komme halt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und war dann halt nochmal da und die haben mich zum Teil gar nicht erkannt. Weißt du, Frank, das liegt natürlich nahe, dass man das denkt, dass man auch so ein Schuldgefühl hat. Mein Gott, hätten wir uns nicht gestritten, hätte ich mich nicht so blöd mit dem Auto angestellt, dann wäre das und das passiert. Aber das sind immer so Hätte-Fragen. Es ist ja schon irgendwie normal in jeder Beziehung, dass man sich streitet. Und daraus, dass man auch mal im Streit auseinandergeht. Und was dann passiert, das ist halt dann, vielleicht kann man auch sagen, dass das Schicksal ist, dass es so passieren sollte. Ja, ich würde mir manchmal wirklich wünschen, dass ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Ja, ich ahne schon, dass es eine ganz große Schuld ist, die da auf dir lagert und lastet. Ja, ich weiß nicht, ich gehe da mittlerweile kaputt dran. Weil du immer denkst, ich letztendlich habe zu verantworten, dass sie in den Tod gerast ist. Ja, ich traue mich nicht mal mehr in den Himmel zu gucken, irgendwie, weil ich mir immer wieder denke, dass sie da oben ist. Sprichst du mit ihr? Manchmal, ja. Gehst du zum Grab? Nee, gar nicht. Ich kann es einfach nicht. Ja. Weißt du, was mir ganz sonnenklar jetzt ist, dass mit ein paar Sätzen hier von mir, die ihr nicht geholfen wird.
Tja. Ich weiß nur, aber das weiß ich wirklich, Frank, dass du ganz, ganz dringend fachmännische Hilfe brauchst. Du musst zu einem Psychologen gehen. Ja, aber den Weg weiß ich nicht. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich krieg's nicht hin. Du musst jemanden an deiner Seite haben, der zusammen mit dir über diese Schuld, über diese Schuldgefühle berät, diskutiert, der mit dir arbeitet. Ja, du hattest vor 2 Monaten war ein junges Mädchen irgendwie über dir auch in der Sendung, die hat auch für dir angerufen. Und die hatte auch ihren Freund verloren und da ist vieles von mir hochgekommen. Weißt du, das ist ein ganz langwieriger Prozess. Du beschäftigst dich 2 Jahre jetzt damit, deswegen sage ich es nochmal, auch wegen der Erwartungshaltung, dass das natürlich in so einem kurzen Gespräch im Radio oder Fernsehen nicht geht. Ich nehme jetzt seit 2 Jahren permanent irgendwie jeden Abend irgendwelche Schlaftabletten, dass ich überhaupt schlafen kann, dass ich ein bisschen zur Ruhe komme. Ja, und das geht so nicht weiter. Also, ja, du kennst meine Sendung, du weißt, dass ich einen Psychologen, eine Psychologin im Hintergrund habe. Ja. Mit der wirst du dich jetzt bitte gleich unterhalten, mit der Anna heute Abend. Ja. Die Details wirst du dann erfahren, was sie dir rät. Ich sage dir von meiner Seite aber auch nochmal aus, bitte setze alles dran und aktiviere all deine letzte Kraft, dass du zu einem... Ich habe keine mehr. Doch, du hast noch welche. Du hast ja auch hier angerufen und die bisschen Kraft hast du auch noch. Das bisschen Kraft hast du auch noch, dass du zu einem Therapeuten gehst. Mhm. Gib dich nicht auf. Das wäre vielleicht auch die feigste Art, sich aus dem Leben davon zu stehlen. Du trägst wirklich vielleicht eine Schuld. Aber dann mach Besseres aus deinem Leben, damit die Schuld irgendwie abgetragen wird. Ich muss leider Schluss machen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, Frank? Alles klar, okay, danke. Okay, tschüss. In der Technik Michael Jansen, morgen um 14:45 im WDR Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis dahin. Ciao.